Brüder und Schwestern in Christus, vielleicht sind manche von euch heute aufgestanden, so wie ich, und es tat euch alles weh, weil das Wetter nicht so toll ist oder die Nacht zu kurz war oder sonst was. Und es ist passend zu diesem Tag. Es ist ein schlimmer Tag in der Menschheitsgeschichte, der Tag, an dem der Erlöser der Welt geschlachtet wurde für unsere Sünden. Aber nicht ohne Grund hören wir heute das Johannesevangelium. Weil es berichtet uns nicht von dem Schrecklichen, das damals geschehen ist, sondern von etwas ganz anderem. Wenn Pilatus Jesus fragt, wer bist du? Gibt es nur eine mögliche Antwort. Nur eine Antwort ist gültig. Er ist der König. Und wenn man das Evangelium ganz genau betrachtet, wie Johannes es berichtet, die letzten Momente im Leben Jesu, dann wird man sehen, dass es wie eine Krönung ist, was dort geschieht. Nicht so sehr das Leiden Jesu steht hier im Vordergrund, sondern seine Krönung, dass er der König ist, der seinen Thron besteigt. Und diese Krönung läuft so ab, wie damals jede Krönung abgelaufen ist. Zuerst wird der König vorgestellt dem Volk. Sein Name wird ausgerufen. Er wird dann befragt und eingeführt in sein Amt von Pilatus. Es ist alles pervertiert in dieser Geschichte. Es ist alles anders, als es sein sollte. Wie er dann auch die Krönung selber, also in sie ausgeliefert wird, in die Kreuzigung, da bekommt er seine Insignien als König. Da bekommt er einen purpurroten Mantel, wie es nur einem König gebührt, einen Zepter, eine Krone. Alles anders, als es sein sollte. Der Mantel ist irgendein Fetzen, das Zepter irgendwelche Zweige, die Krone ist aus Dornen. Alles wird ins Lächerliche gezogen. Und dann, als ob es noch zu wenig wäre, nimmt Jesus seinen Thron selbst und trägt ihn an den Ort, wo das vollendet werden soll. Er nimmt sein Kreuz auf sich, geht den Weg auf diesen Hügel, wo sein Thron aufgerichtet wird, auf eine Müllhalde. Und dort besteigt er auch den Thron. Das berichtet der Johannes zwar nicht, aber einer der letzten Worte Jesu sind die Worte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und für die Juden, die da um ihn herum standen, also auch für die Jünger, war es etwas ganz Verständliches, was Jesus da sagt. Weil wenn ein Jude die ersten Worte eines Buches sagt, dann zitiert er das ganze Buch. So sagt Jesus nicht nur den einen kurzen Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern das sind die Anfangsworte des Psalmes 22, der genau das beschreibt, also nicht alles, aber einige Dinge, die da am Kreuz geschehen, dass seine Beine nicht gebrochen werden, dass man da um sein Gewand würfelt und so weiter und so fort. Und wenn Jesus diese Worte vom Kreuz aus spricht, wird es für die Zuhörer, für die Juden auf jeden Fall, deutlich, was da geschieht. Weil dieser Psalm erzählt nicht nur vom Leiden des Messias, sondern auch, wie es die Kirche vom Anfang an geglaubt hat und sicher auch für die Juden dort es irgendwie ersichtlich war, von dem Messias, der den Sieg erringt. Und wieder steht nicht so sehr dieses Leiden im Mittelpunkt, wenn Jesus diese Worte spricht, nicht diese Gottverlassenheit, sondern seine messianische Würde.
er ist der König. Ganz anders, als man es gewohnt ist. Auch die Liturgie heute ist ganz anders, als man es gewohnt ist. Ich muss immer ganz genau hinschauen, was zu tun ist. Nicht einmal ein Kreuzzeichen am Anfang dieser Liturgie. Am Ende dieser Liturgie gibt es auch kein Kreuzzeichen. Weil das Kreuz wird in unserer Mitte aufgerichtet. Nun nicht wieder so sehr, damit wir dieses leidende Angesicht Jesu vor unseren Augen haben. Wir haben uns heute mit unseren jungen Leuten vorbereitet, die bei uns diese Tage verbringen, und sie haben es schon gehört. Aber dieses Verhüllen des Kreuzes kommt darauf zurück, dass früher die Kreuze ganz anders waren. Nicht das leidende Angesicht Jesu stand da in der Mitte, sondern der Auferstandene, der auch oft mit einem Lächeln dargestellt wurde. Und deswegen war es vielleicht nicht so ganz passend für die Karwoche, da hat man die Kreuze verhüllt. Die waren noch sehr geschmückt, weil in der frühen Kirche war das Kreuz das Zeichen. Wenn ihr die ganz alten Kreuze seht, die noch vor dem Mittelalter entstanden sind, die sind so prachtvoll, wie es geht nicht mehr. Das Kostbarste, das es gibt, das ist das Kreuz. Und ihr müsst euch das heute vorstellen, ich habe leider kein Kreuz gefunden, wo Jesus uns anlächeln würde. Aber wenn das Kreuz enthüllt wird, dann sieht man das Angesicht Jesu. Nicht dieses geschundene, nicht dieses leidende Angesicht, sondern das Angesicht des Königs, der uns vom Kreuz anlächelt. Und wenn dann alle dazu eingeladen sind, das Kreuz zu verehren, dann nicht deswegen, weil man so einen großen Respekt vor dem Ganzen hat. Das hoffe ich, hat auch jeder. Aber aus dem Grund, weil der angebetet wird, der diese Anbetung würdig ist, das steht auch dann in den weiteren Büchern der Bibel, besonders in der Offenbarung des Johannes. Würdig bist du, würdig, so rufen die 24 Ältesten und die Scharen im Himmel ihm zu. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, aller Anbetung, aller Ehre. Allen Lobes ist es würdig. Und wenn du dann vor das Kreuz hintrittst, dann mache es so, wie es bei verliebten Menschen ist. Wenn man jemanden anbetet, anhimmelt, so sollst du ihn anschauen, nicht voller Leid und Kummer, weil das ist nicht das, was wir feiern. Wir feiern den König, der in unserer Mitte aufgerichtet wird. Die Kommunion, die wir zu uns dann nehmen, ist eine Wegzehrung, weil ohne Kommunion würde was fehlen. Aber wir feiern auch keine Messe, weil es nicht passen würde. Das Opfer ist vollbracht auf dem Kreuz. Und wir werden heute auch das Grab ganz besonders gestalten. Jetzt ist es noch eine leere Hülle. Dort wird Jesus nach der Kommunion gebracht, als ein Zeichen nicht nur dafür, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Weil wir müssen uns nichts vormachen. Wenn das Kreuz enthüllt wird, wissen wir, was da ist. Warum? Weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist die Perspektive, die wir heute haben. Und wenn das Grab endgültig gestaltet wird, heute in dieser Liturgie, schaut ihn an. Er steigt in, wie es die Bibel berichtet, in das Reich des Todes hinab. In die Dunkelheit, deswegen ist alles schwarz bei uns im Grab. In die Dunkelheit des Todes, in die Dunkelheit deines Lebens, um dich dort zu berühren. Und ich lade euch dazu ein, heute und morgen nicht so viel zu unternehmen.
sondern sich bei ihm hinzusetzen, ob es hier in dieser Kirche ist oder woanders. Einfach pflanz dich bei ihm hin. Und auch wenn es dir langweilig sein sollte, halte das aus. Weil Gott steigt in diesen Tagen in das hinein, was in dir dunkel, was in dir schwach, was in dir zerbrochen ist. Du wirst es vielleicht nicht spüren, muss es auch nicht sein. Gott braucht deine Gefühle dazu nicht, dass er in dir etwas bewirken kann. Nicht, dass sie ihm unwichtig sind, aber er braucht sie nicht. Und ich lade euch bewusst dazu ein, morgen in die große Liturgie einzusteigen. Und ich spreche jetzt nicht von der Osternacht, weil die Osternacht ist übermorgen. Wir zählen wie die Juden, mit dem Sonnenuntergang beginnt der neue Tag. Aber am Karsamstag hat die Kirche eine sehr merkwürdige Liturgie, die kaum jemand aushalten kann. Deswegen laufen in vielen Gegenden die Leute mit Körbchen rum und mit verschiedenen Speisen, damit man sie segnen. Man beschäftigt sich mit tausend Dingen, die unwichtig sind. Es sind schöne Traditionen, sicher. Aber die Liturgie der Kirche an diesem Tag ist nichts tun. Auch morgen wird keine Eucharistie gefeiert, erst wenn die Sonne untergeht, am Sonntag. Steige in das hinein. Lass es zu. Halte diese Stille aus. Diese manchmal unmögliche Stille. Dieser Tag ist wirklich merkwürdig. Wie ich jetzt stand und die Passion auch mitgelesen habe, habe ich mich ein bisschen am Altar abgestützt. Der Altar ist furchtbar kalt. Normalerweise liegt ein Tuch drüber. Heute nicht. Muss man auch aushalten. Das ist nicht so tragisch, aber das sind so kleine Zeichen. Ihr habt sicher auch bemerkt, kein Weihwasser da. Es ist Absicht. Das neue Wasser wird in den Osternacht übermorgen geweiht. Und jetzt müssen wir das aushalten, was fehlt. Jesus Christus, er ist weg, er steigt in die Dunkelheit deines und meines Lebens ein, in die Dunkelheit dieser Welt und versucht es zu verwandeln. Ich lade euch ein, lasst ihm Zeit, heute und morgen. Beschäftigt euch nicht mit so vielen Dingen, sondern gebt ihm Raum, damit er wirken kann.